Und damit willkommen zurück zu Paladins, welches jetzt übrigens seit dem 25.07.2018 free to play ist. Das heißt also, wir werden jetzt vielen Leuten hier begegnen, die das Spiel spielen. Es werden viel schneller Matches gefunden und deswegen kann ich auch kaum noch auf irgendeinen Charakter eingehen. Ich müsste wahrscheinlich dann schon vorher aufnehmen und dann in die Warteschleife und dann, ne? Ja. So, heute spielen wir mit Maeva. Oder Maeva? Wie heißt du? Sag es mir. Maeve. Okay, Maeve. Sie sieht gefährlich aus. Aber in Wirklichkeit ist sie eigentlich eine ganz liebe. Ich glaube schon, mit ihr kann man gut mal einen Tee trinken gehen oder so. Oder einen Cocktail, keine Ahnung. Muss mal gucken. Fertigkeiten. Was hat sie denn? Sie hat... Dolche mit direkter Schaden. Wirft pro Sekunde zwei Dolche, die je 400 Schaden verursachen. Anspringen. Direkter Schaden. Sprinte vorwärts. Triff einen Gegner, um einen Nahkampfschlag auszufüllen. Oh. Auszuführen. Der 400 Schaden verursacht. Neues Leben. Die Abklingzeit von Anspringen und Pirschen werden zurückgesetzt und dein Lauftempo bei Pirsch erhöht sich 4 Sekunden lang um 50% und du springst höher. Die Verwendung deiner Waffe oder einer Fertigkeit bricht Pirsch ab. Und die Mitternacht, die Sicht von deinen Gegnern im Umkreis von 300 Einheiten, wird 4 Sekunden lang auf 30 Einheiten reduziert. Das kennen wir schon, das ist dann, wenn alles schwarz wird. Und hier war doch eben gerade noch einer, der einen Booster aktiviert hatte. Wer war denn das? Der Kio war es. Okay. Ja gut, freut mich, dass er das aktiviert. Finde ich natürlich dann gut. Und wir haben heute dann Offensive am Start. Das heißt also, das Zielgebiet kontrollieren, bis die 400 Punkte erreicht sind. Und immer wieder steht in den Kommentaren, ach, Paladins ist ja wie Overwatch und auch in diversen Foren. Nein, beide Spiele sind zeitgleich entwickelt worden und dann entsprechend auch leicht versetzt erschienen. Zack. Nach vorne. Sprinten. Mach dich bereit für den Kampf. Zack. Noch 10 Sekunden bis zum Start. 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Auf in den Kampf. Na, kommt hierher. Double Kill. Ernsthaft? Wir haben es nicht mal mehr übersetzt. Double Kill. Statt Doppelmord zu sagen oder Doppelkill. Na komm, raus, komm. Ach, verdammt. Ach. So ein Ärger. Double Kill. Na komm. Ach, leck mich. Ja, war klar, dass er dann... Ja, war klar. Er trifft. Es war so klar. Wenn ich nicht treffe, trifft er. Nein! Wo sind meine Leute?
Ach, die verteidigen da drin. Okay, gut. Ist auch in Ordnung. Ist akzeptabel. Oh, wir haben Cassie dabei, aber dass die Cassie so dicht dran geht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und der steht auch nur rum. Er geht da in die Offensive. Er kommt da gar nicht hin. Und der ist weg, oder was? Wo ist denn der andere? Boah, ich bin weg. Ich brauche erstmal Heilung. So. Der ist weg. Muss da irgendwie hochkommen. Irgendwo über mir ist einer. Ha! War. Mal kurz weg. Mich kurz heilen. Cassie sucks. Schön, dass du dich über Cassie aufregst. Finde ich eigentlich nicht, aber egal. Cassie ist eigentlich eine sehr gute, ein sehr guter Charakter, um zu spielen. Mordserie, wollte er gerade sagen. Aber leider habe ich es verbockt. Ach, der hat mich noch verfolgt, deswegen. Da irgendwie lang? Komm nur hier lang, ne? Ach, ich wurde getötet, ey. Er hat nichts gebracht. Warum hat er den jetzt nicht getötet? Der hatte doch kaum noch Energie. Ach, Leute. So. Muss ich erstmal wieder doch zurück. Oh, ist das nervig. Ich hätte gerne einen richtigen Heiler in meinem Team. Gegnerischer. Jo, war klar. Das war so klar. Wo sind meine Leute? Weiß wieder keiner, ne? Warum auch? Ein Gegner hat eine Mordserie. Komm, holen wir uns den da oben erstmal. Snacken uns den. Und tschüss. So. Ja, warum? Warum? Schön. Danke. Danke. Mhm. Ah, einen habe ich. Gegnerischer Double Kill.
Ja, hau sie doch da. Alle um, so wie mich. So, wunderbar, den haben wir auch. Ja, war klar. Ich habe ihn nicht gesehen. Na, gehen wir hier lang. Ach. Na, jedenfalls haben sie noch getötet. Ach, das ist doch so ärgerlich. Ein Gegner verfällt in Raserei. Was? Wollen wir aber gleich erstmal ändern. Ein Gegner hat eine Mordserie. Sorry. So, gucken wir mal hier lang. So. Jawohl. Beteiligt ist gut. Ein Gegner hat eine Mordserie. Nein, 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 nein. Wir können jetzt nicht verlieren. Warum? Ich stand doch drin. Och nö. Alter, haha. MVP. Lass die. Das war gleich am Anfang. Das war die erste Runde sogar. Da war ich noch gut. Heul. Niederlage, aber jedenfalls Highlight des Spiels, Leute. Ich meine nur, das sagt doch alles über den Skill aus, oder? Ha? Gut, jetzt könnte man sagen, Toten waren in anderen Matches, aber ganz schön schlecht. Ja, und wie gesagt, ja, klar, man könnte sich Decks erstellen, aber es geht ja erstmal darum, das Ganze vom Grundprinzip her klarzustellen, wie der Charakter sich spielt, ohne jetzt ein Deck zu erstellen. Natürlich gibt es dann auch die Möglichkeit, sich da Decks zu erstellen und so weiter. Oh, cool. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir mal. Hier bin ich gar nicht dabei. Schön. True Play. 12 Kills. Oh, lässt sich sehen. 33.000 Schaden hätte ein bisschen mehr sein können. Aber ich habe gute Credits gemacht. Das heißt, ich bedanke mich ganz herzlich. Ich sage bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss.